ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In diesem Video lernen wir die Ayah فليعبدوا رب هذا البيت. Am Anfang des Wortes فليعبدوا haben wir ein Fa mit einer Fatha und ein Lam mit einem Sukun. Das heißt einen teilweise Tonfluss. Wir sagen fal, fal. Dann kommt ein Ya mit Fatha und ein Ain mit Sukun und wieder mit teilweise Tonfluss. Ya, ya, fal ya, fal ya. Dann kommt das Ba mit Dhamma, Bu, kurz. Und dann ein Dal mit Dhamma, das aber wegen dem darauffolgenden Wau langgezogen wird. Du, du, budu, budu, falyabudu. Dann haben wir das Wort Rabba, das wir bereits mehrfach durchgenommen haben und leicht ist. Rabba, Rabba, ein dunkles Ra und ein Ba mit Shadda. Rabba. فليعبدوا ربا فليعبدوا ربا. Bei hada haben wir ein ha mit fatha gefolgt von einem kleinen alif. Das heißt, die fatha wird verdoppelt und wir sagen ha ha. Dann kommt ein dhal mit fatha, welches ebenfalls von einem alif gefolgt ist. Und daher wird die fatha auch hier verdoppelt. Wir sagen ذا ذا هذا. Vom ذال begeben wir uns direkt in das لام und sagen هذا هذا. Dann kommt ein با mit فتحة gefolgt von einem يا mit سكون. بي بي. Und wir schließen die آية mit dem تا ab. Dieses تا hat ein سكون und daher einen Luftfluss. بيت بيت هذا البيت هذا البيت. Und zum Abschluss noch einmal die gesamte آية. فليعبدوا رب هذا البيت.